Ja, meine Freunde, der gepflegten Unterhaltung. Jetzt habe ich natürlich den Kommentar nicht zur Seite gelegt. Wir sind zurück in der Kirche bei The Curse of Ravenstein, also The Curse of Ravenstein. Oder wie ich es immer so schön sage, The Curse of Ravenstein. Ja, ich weiß, Stein ist auf Englisch Stone, das heißt also rein theoretisch müsste es Ravenstone heißen. Ich danke euch, dass ihr mich nicht versucht habt zu verbessern. Aber dennoch habe ich mir so gesagt, ja, das habe ich aus einem Film damals gehabt. Das war, ich weiß nicht, wie dieser Film hieß, es ging jedenfalls um Frankenstein. Irgendwas, man macht da so, da stand Igor so vor dem und sagte, Sie sind bestimmt Dr. Frankenstein. Dann macht er, nein, das ist Frankenstein, das ist Schwedisch. Dann macht er, Sie sind bestimmt Igor. Dann macht er, nein, das ist Igor. Deshalb habe ich gesagt, Curse of Ravenstein. Also, ne, von Frankenstein. Also, ja, ich weiß, verkehrt, aber trotzdem. So, ich hatte natürlich einen Kommentar bekommen zu dem Spiel. Und jetzt muss ich gerade den Kommentar wieder suchen. Tut mir leid. Das ist aber super vorbereitet ist, ne? Also man hat sich das so vorbereitet und so. Und jetzt habe ich auch den Intro, schon gemacht, deshalb habe ich das gesagt, nein. Ich werde das jetzt nicht wieder neu starten. Nein, das war. Wer. Ne? Habe ich schon Part 5? Nee, habe ich nicht. Wo war das mit dem? War das Part 4? Nö, warte mal. Part 3? Wo habe ich das gesehen? Ich habe es irgendwo gesehen. Kleiner Tipp. Ah, hier. Bei Part 3. Kleiner Tipp. Verwende öfters das Verb benutzen. Jetzt werden wir also öfters mal benutzen. Das war doppelt gemoppelt. Ja. Dankeschön an der Schatten für diesen wunderbaren. Dankeschön an das Return Magazin. Das Return Magazin hat einen Kommentar und da war ein Video losgelassen von der Flucht, die Flucht der Libelle. Leider wurde von YouTube der Kommentar wieder gelöscht, nicht von mir, sondern von YouTube. Aber ich habe so das, was ich lesen konnte, was ich noch retten konnte, war einfach dieser die Bemerkung. Und zwar die Return-Ausgabe 26 erschien am 20.08.2016. Mehr konnte ich leider nicht mehr erfahren, wenn ich versucht habe, auf diesen Kommentar drauf zu gehen, hat es gewiesen, der Kommentar existiert nicht mehr. Dieser Kommentar wurde nicht von mir gelöscht, er wurde von YouTube gelöscht. Warum? Weiß ich nicht. YouTube ist ein Hater. Keine Ahnung. Deshalb. So, wir sind in der Kirche. Schon jetzt eine Zeit lang her. Ich habe mir jetzt vorgenommen. Guck mal, gerade noch mal so hier dabei sind. Ich habe mir so einen kleinen Upload-Plan zurechtgelegt. Das können wir eigentlich mal in einem Info-Video machen, aber ich kann jetzt mal ganz klar, klipp und klar raushauen, was wann kommt. Wie es mal geplant ist. Und zwar freitags immer, wie jetzt heute am Freitag, The Curse of Ravenstein, also der Curse of Ravenstein. Dann am Samstagmorgen, also morgen machen wir wieder einen Basic-Kurs vom Benutzerhandbuch des C64. Da machen wir ja in den nächsten Kapitel weiter, sind wir bei Kapitel 4. Wo wir uns ein bisschen damit rumklabustern wollen. Am Sonntag kommt nochmal eine ganze Karte History rein, die geht über 2 Stunden, also geht man davon aus, dass man ein bisschen Zeit mitbringt. Am Montag geht es dann weiter mit Endzeit 3, das habe ich mir mal vorgenommen weiterzumachen, weil das muss ja auch irgendwann mal beendet werden. Ich glaube, ich stehe auch irgendwie so kurz vor Ende. Muss, glaube ich, nur noch irgendwelche Computer zerstören, die ich noch finden muss, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und vor allen Dingen muss ich überleben. Dann kommt am Dienstag die Flucht der Libelle. Wir werden ja flitzen. Wir wollen ja flitzen aus dem Gefängnis. Weil aus diesem Knast noch keiner geflüchtet mich, ja. Aber trotzdem wollen wir aus dem Knast flitzen. Das haben wir am Dienstag vor. Am Mittwoch geht es dann wieder in eine World of Discmac. Was für eine World of Discmac kann ich noch nicht sagen. Das muss ich mir über die Tage noch überlegen, was ich dann raushaue. Weil eine Game One hatten wir schon. Jetzt haben wir eine Commodore Disc. Ich wurde auch angeschrieben zu dem Thema. Das kann man gerade alles heute hier raushauen. Und zwar, ich habe eine E-Mail bekommen, Dankeschön für den Verfasser. Ich muss gerade gucken, da ist es Shine. Shine hat mir nämlich eine wunderschöne E-Mail geschickt. Bin gerade eben über deinen YouTube-Clip gestolpert. Du wolltest mir Commodore Disk Ausgabe 1. Erstmal Lob an deine Arbeit und an die Videos, an die YouTube-Videos, die du machst. Dankeschön. Auf C64 Edge scheint einiges aber nicht mehr zu funktionieren.
und ist auch nicht mehr, ist auch nicht mehr aktuell, was Dismacs angeht. Das ist nicht böse gemeint, sondern nur ein kleiner Hinweis. Es ist natürlich nicht böse gemeint, der liebe Shine, ich werde deinen Namen, den er mir davor genannt hat, er hat ja nennt den Norman, aka Shine. Also lieber Shine, ich habe das registriert, ich habe das, ich habe die Disc-Magazine alle auch soweit da. Das heißt also, wenn das nicht funktioniert, sehen wir das ja dann im Video und ich kann sagen, hier, pass auf, zum Beispiel weiß ich, dass die Disc-Magazin von Digital Talk der Ausgabe 33 nicht richtig funktioniert hatte. Was ich aber auch weiß, ist, dass die Ausgabe neu hochgeladen wurde. Meines Wissens. Das heißt also, die 33 wurde, ersetzt. Ne? So. Das mal so nebenbei, aber jetzt gehen wir wieder zurück zu Curse of Ravenstein. Entschuldigung, dass ich jetzt ungefähr 5 Minuten hier jetzt gelabert habe über anderes Zeugs, aber das war auch mal wichtig, dass ich das mal raushaue, weil bevor ihr das nachher erst Wochen später mitbekommt, habe ich mir gedacht, sag's jetzt in dem Stream, in dem Video. Und Dankeschön an die ganzen Abonnenten. Ich glaube, das Return-Magazin hat mich abonniert. Dankeschön. Liebe Out of Order Softworks, die auch mit dem Spiel hier zu tun haben, also weil die haben ja das Deals von Red Adventure System wurde provoziert, verbaut. Die haben auch, lieber Volker Rust, der hat auch versucht, mir die Videos alle weiterzuleiten und immer wieder Werbung für mich zu machen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke an Out of Order Softworks, danke an die D42 Adventure System Seite auf Facebook. Danke an alle, die mich unterstützen und die mich auch immer wieder weitergeben, beziehungsweise die auch meinetwegen meine Videos im Forum 64 posten. Wer das macht, viel Spaß. Oder wenn ihr irgendwo anders noch die Videos postet, macht das. Ihr könnt euch auch gerne die Videos runterladen, kein Problem. So. Ach ja, so deutsche Wasser, das ist. Ich glaube, ich habe nicht wieder mit der Kohlensäure langsam einfach beim Sprudeln, bis ich mal die Flasche rausbaue. Ja, das schmeckt so. So, wir benutzen. Wir haben ja gesagt, wir sollen noch viel mehr benutzen. Benutze Fackel brennend. Wahrscheinlich funktionieren. Dann benutze ich jetzt auch mal das Kruzifix. Nein, ich benutze es wieder, weil ich will es ja anbehalten. Ich vergaß. Ich, wie gesagt, benutze Schickstoff, das scheint nicht zu funktionieren. Ich benutze Flasche Wasser, wahrscheinlich nur zu funktionieren. Kombiniere Flasche Wasser mit Para, der soll das bitte schön segnen. Rede mit Para. Der Para legt seine Hand auf deine Schulter, diese Sendung der Zeit. Der Herr segne dich, bitte komm wieder her, wenn du Hilfe brauchst. Ich brauche Hilfe, ich komme nicht weiter. So, der Para ist also nicht gerade die hellste Leuchte an den Kronleuchter. Ja, wir benutzen dann weiterhin den Altar. Das habe ich noch auch nicht gemacht. Wir benutzen den Pfarrer. Denn wann kann man sowas machen? Ja, fragt man. Das ist jetzt nicht das Thema für hierher. Benutzen die Kirchenbänke. Eine weitere Unterhaltung mit Gott ist meiner Ansicht nach nicht notwendig. Ich habe alles gesagt, was ich wollte. Ja, ich nicht. Ich wollte eigentlich noch wissen, was die nächsten Lottozahlen sind. Benutze Weihwasser. Ich bin jetzt meine Finger am Bekreuzigen. Ich bekreuzige mich andauernd hier. Ich bin jetzt nur noch am Bekreuzigen. Ja, auf geht's. Benutze Flasche Wasser. Quatsch, Blödsinn. Kombiniere Flasche Wasser mit Weihwasser. Das geht nicht. Kombiniere Flasche Wasser mit Hölzernkreuz. Moment mal. Kombiniere Flasche Wasser mit Kruzifixkette. Das scheint auch nicht zu funktionieren. Benutze. Warte, das Kreuz. Okay, ich denke mal, hier können wir nicht was machen. So. Ich soll mehr benutzen, habe ich gesagt bekommen. Also werde ich jetzt viel benutzen. So. Also. Wir gehen jetzt von der Kirche zum Kirchhof. Und versuchen da mal ein bisschen klar zu kommen. Wir haben nämlich eine ganze Menge Sachen. Benutze Kirche, benutze Kirchentür, benutze Türglocke, benutze Kirchenfenster, benutze Schnitzereien. Kombiniere Stück Stoff mit Schnitzereien. Wir kombiniere brennende Fackeln mit Schnitzereien. Mach mein Freund. Kombiniere Kruzifixkette mit Schnitzereien. Kombiniere Flasche Wasser mit Schnitzereien. Irgendwas muss man machen können. Ich habe gedacht bekommen, ich soll alles benutzen, ich soll viel benutzen. Und ich halte mich an der Schatten hat gesagt, mach. Ich tu das, was man mir mal sagt. Gelegentlich.
oft, wenn ich Zeit habe, wenn die Sonne richtig steht, ist auch gut helles und so eigentlich selten. Aber das muss ja nicht jeder wissen hier. So. Benutzen. Was kann man auch benutzen? Die Türglocke. Ich läute die Türglocke, aber nichts passiert. Ja klar, die Tür ist schon auf. Benutze Kirchentür. Die scheint nicht zu funktionieren. Kann ich die schon öffnen? Die ist bereits geöffnet. Öffne Türglocke. Öffne Kirchentür. Warte mal, habe ich eigentlich da drin schon versucht, was zu öffnen? Altar? Besucheraltar? Altar! Ich es ist wegen. Okay. Öffne Kirchenbänke. Öffne Flasche Wasser. Das scheint nicht zu funktionieren. Flasche Wasser. Öffnen. Hat funktioniert. Also bei mir hat es funktioniert. Komisches Spielsystem. Rede mit hölzern Kreuz. Jemand, Don Camillo hat ja auch am lieben J gelabert. Der hat auch am Kreuz gehangen. Keine Haut wie Don Camillo. Ich fand die Filme geil. Und nicht die Haut, nicht die Don Camillo-Filme mit Terence Hill, sondern die anderen Don Camillo-Filme, die in Schwarz-Weiß. Ich fand die cool. Man merkt, ich bin alt, nicht? Wenn ich solche Filme gut finde. Ja, benutzen wir die Kirsche. Nutzen wir. Stimmt da rein. Haben wir auch schon mal so. Gut, wir gehen. Wo gehen wir jetzt hin? Zum Friedhof. Friedhof ist eine gute Idee. Das ist die Maus. Mal wieder. Ich mach nichts. Die Maus bewegt sich. Das ist zum Kotzen. Ich würde gerne wissen, ob das, wie gesagt, ich würde gerne wissen, ob das an den Adapter liegt. An der PS2 zweimal mehr. Jetzt hat sich wieder nicht bewegt. Also manchmal. So, Benutzer, Krämer, Benutzer, Herrenhaus, Benutzer, Mausoleum, Benutzer, Wald, Benutzer, Fackelhalter, Benutzer, warte mal, Kombinierer, Flasche Wasser, mit Krämer, Benutzer, brennende Fackel, ja, kombiniere brennende Fackel mit Fackel, also. Kombiniere Fackel mit Herren. Hab ich, glaube ich, alles schon versucht, nicht? Öffne Gräber. Herrenau. Öffne Mausoleum. Öffne Wald. Das so Wald. Brennende Fackel. Um. Der Friedhof liegt etwas abgelegen und grenzt direkt im Wald. Da soll jemand sein. Von hier aus kann ich nur nach Süden gehen. Aber mal ernsthaft. Gräber. Verschiebe Gräber. Verschiebe Fackelhalter. Wenn ich hier nicht drücke, drücke, ziehe. Schatten. Moment, nein. Fackelhalter. Ja, ja, ziehen, ne? Du willst, ne? Schalter. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Wo kommen wir als nächstes hin? Zum Dorf. Zum Dorf. Ach, der Häuser. Okay. Nutze Stalltür. Benutze Dorf. Benutze Brunnen. Ich habe bereits was darauf geholt. Okay. Wasser. Der Brunnen wird jetzt repariert, deswegen lasse ich ihn so wie er jetzt. Nee. Verschiebe.
Schiebe, Bams, Schiebe, Pfund. Okay, wir gehen mal runter. Vielleicht, ich war schon lange nicht mehr unten gewesen. Bei unserem Startpunkt. Wir gucken mal, was wir dort reißen können. Hier ist doch der Kutscher entführt worden. So, den nutzen. Sagen wir mal, Kutsche. Verbildete Ernte, nutze Kutsche. Die Kutsche wird sich jetzt nicht in Bewegung setzen. Von daher macht das keinen Sinn, dies zu tun. Ich habe da aber eine super Idee, die finde ich klasse. Nutze Wald. Nutze Schatten. Minierer, eine Fackel mit Schatten. Das scheint nicht zu funktionieren. Kommt hier Kruzifix mit Schatten? Das scheint auch nicht zu funktionieren. Eine Schiebekutsche? Die Handbremse wird leider angezogen, wenn die Kutsche nicht mal schieben lässt. Rede mit Schatten. Rede mit Kutsche. Öffne Kutsche. Scheint nicht zu funktionieren. Wird das abgesperrt oder was? Leute! Steht hier ein bisschen so vor dem. Hä? Okay, pass auf, wir gehen mal jetzt noch in den Stall. Benutzen da mal alles. Und dann gehe ich ins Gasthaus. Benutzt da alles. Und wenn ich da nie weiterkomme. Entschuldigung. Nutze Stellung. Nutze Feuer. Etwas Besseres als einmal werde ich ihn heute nicht finden. Willst du das wissen? Vielleicht liegt eine junge Maid darin. Vielleicht liegt eine sexy Frau drin. Ich bin zu lange Single, man merkt es. Nutze Pferde. Wir sollen sich erstmal ausruhen morgen. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt zum Gasthaus. Gasthaus zum stinkenden Stiefel. Ja, und da werden wir uns hier einen von Koffer kloppen, Alter. So, was kann man denn alles benutzen hier? Guck mal, wir benutzen die Wirtin, das finde ich gut. Wir benutzen die Wirtin. Wann können wir das machen? Alter, die Wirtin kann man immer benutzen. Dorfbewohner, benutze Kamin, benutze Sitzgelegenheit, benutze Theke, benutze Treppe. So, ja, viel hoch. Heiß. Ja. Oh Mann. Ja. Benutze Bett. Benutze Kletterschrank. Benutze Fenster. Nutze Rotbodenleben. Ich habe jetzt alles benutzt, was ich konnte. Das muss ich kombinieren, stimmt. Stopp. Mit Fenster. Minierer. Warte mal. Ich kombiniere mal meinen Kruzifix. Der wird den. Ich kombiniere das Kruzifix mit den Dorfbewohnern. Ich kombiniere das Kruzifix mit dem Kamin. Ich kombiniere nichts mehr. Rede mit Bitten. Ja, aber das ist doch... Komm gleich weiter. Leute, ich hänge. Aber es muss ja irgendwo weitergehen. Muss. So.
lesen wir nochmal die Texte durch, vielleicht sehen wir was. Warte mal. Der Mond macht mich ein bisschen wahnsinnig. Der Mond macht mich irgendwie wahnsinnig. Okay. Ich glaube, das ist mit frischen Brunnen oder so. Ich würde gerne wissen, wie ich aus dem Wasser heiliges Wasser machen kann. Ich denke mal, ich brauche heiliges Wasser. Also. Alter, 21 Minuten, ich bin noch kein Meter weiter. Ich bin noch absolut kein Meter weiter. Da rein. Ja, ich weiß nicht, was ich brauche. Findest du das Kruzifix mich vielleicht? Ich komme deshalb nicht weiter. Wir machen mal Folgendes. Ich speichere mal auf Disk und speichere wieder auf 1. Dann lege ich das Kruzifix ab. Erstmal, ja, und dann versuche ich das abzulegen. Und dann versuche ich nochmal mit den Leuten zu reden ohne Kruzifix. Weil der Kruzifix erkennt den Weg, weißt du. So, benutze Kruzifix-Kette. Rede mit Pfarrer. Leg ab. Nein, das behalte ich lieber. Okay. Ich hab's nicht mehr um. Ich hab's aber jetzt nicht mehr um. Nutze Weihwasser. Nutze Kirchenbänke. Ich hab das Kreuz nicht mehr um. Ich muss jetzt gucken. Ich gehe ins Gasthaus und versuche ohne Kruzifix um mit den Leuten zu reden. Vielleicht ist das das Problem. Sorry. War heute ein bisschen anstrengender Tag. Ich habe auch heute schon, wie gesagt, über 2 Stunden History Line gerendert. Inklusive Intro. Okay, am Kruzifix hat nicht gerahmen. Kombiniere. Ich hab noch nicht versucht zu geben, ne? Also gehen wir wieder zurück zum Pfarrer. Den versuchen wir was zu geben. Ja, ich glaube, dem habe ich ja versucht, schon das Weihwasser zum Pfarrer zu geben. Gut, Entschuldigung.
Wir sagen uns mal bei uns auf der Arbeit, wir müssen uns das Wochenende verdienen, aber heute, das war extrem. Skip. Skip. Ah! Du hast einen blutigen, fetzen Stoff an der Stelle gefunden, an der dein Freund verschwunden ist. Das ist in der Tat ein Problem. Wisse, dass sich in diesem Teil des Schwarzwalds etwas sehr Altes und Böses versteckt. Seit den Zeiten des der Römer verschwinden hier Menschen spurlos. Ich bin an diese Kirche gebunden, du wirst es jetzt nicht verstehen. Aber du wirst es morgen, wenn es dir gelingt, die Nacht zu überstehen. Wir müssen dem Ganzen ein Ende bereiten. Kannst du mir etwas Wasser bringen? Oh, ich bitte, sei vorsichtig da draußen. Okay. Gib Wasser. Der Pfarrer weiht das Wasser. Das bewahre ich für dich. Du musst mich morgen finden, aber... Er versucht mir etwas zu sagen, als plötzlich ein furchtbarer Schrei vom Friedhof her zu hören ist. Wird dieser Horror jemals enden? Ja. So. Oh, Feuer, etwas, und zwar speichere ich. Deins. Wir überschreiben das Ganze wieder. Oh, es ist spannend, wir müssen zum Friedhof. Es ist wirklich spannend, wir müssen zum Friedhof, Leute. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, es ist sehr spannend. Und was hier auf dem Friedhof? Ja, das sehen wir am nächsten Mal. Denn ich will es so ein bisschen spannend halten. Ich weiß selber nicht, was mich auf dem Friedhof erwartet. Ich hoffe, nichts Schreckliches. Aber nicht nur benutzen, müssen wir öfters benutzen, wir müssen auch öfters mal was geben. Das soll ein Adventure. Ihr redet hier mit mir. Und ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Party4Tool. Bye, bye.